Auf den ersten Blick ist Oran eine ganz gewöhnliche Stadt, nichts mehr und nichts weniger als eine französische Präfektur an der algerischen Küste. So beschreibt der Held unserer heutigen Sendung, so beschreibt der französische Nobelpreisträger Albert Camus den Ort, an dem der Roman Die Pest spielt. Jenes Werk, das Camus fast unmittelbar nach dessen Erscheinen im Jahr 1947 weltberühmt machte. Aber dieses Oran, erfahren wir ein paar Passagen später, ist eben doch nur auf den ersten Blick so gewöhnlich. Oder anders gesagt, hier wird die Gewöhnlichkeit zum Exzess. Es blühen keine Blumen, die werden herbeigeschafft. Das heißt, der Frühling wird auf dem Markt verkauft. Die Bewohner arbeiten viel, doch sie arbeiten nur, um reich zu werden. Das Vergnügen beschränkt sich auf die Abendstunden des Samstags und den Sonntag. Die Liebesakte sind heftig und kurz oder von jener Langeweile geprägt, die eine ausdauernde Ehe abverlangt. In dieser Stadt, und auch das ist eine auffällige Besonderheit, innerhalb der Normalität darf niemand krank werden. Denn die Krankheit isoliert vom Geschäftsleben, isoliert selbst von den spärlichen Vergnügungen. Und umso schlimmer geht es naturgemäß den Sterbenden in dieser Stadt, ohne Reize, ohne Pflanzen und ohne Seelen. In dieser Stadt mit dem, wie Camus schreibt, geistlosen Gesicht. Die Stadt, die mit dem Rücken zum Meer gebaut wurde. Ausgerechnet hier nun bricht zu einem nicht näher benannten Datum der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Pest aus. Zeigen sich Krankheit und Tod in ihrer mittelalterlichen, den größten Schrecken verbreitenden Gestalt. Diese Stadt Oran liegt an Algeriens Westküste. Doch es gibt sie als Ort der Fantasie überall auf der Erde, jedenfalls dort, wo sich die westliche Zivilisation ausgebreitet hat. Camus zitiert gleich zu Beginn des Romans seinen englischen Schriftstellerkollegen Daniel Defoe, mit dessen Ausspruch, es sei durchaus sinnvoll, den einen Zustand durch einen anderen darzustellen, etwas wirklich Vorhandenes durch etwas, das es nicht gibt. Aha, riefen an dieser Stelle viele Interpreten, Camus weist uns auf das Metaphysische in seinem Werk hin, auf das Absurde, auf seine existenzialistische Philosophie, auf Krankheit als Metapher. Das ist eine mögliche Interpretation, meine Verehrten, so sehr gut denkbar und mir sehr viel einleuchtender ist aber auch ein anderer Hinweis, der sehr viel schlichter darauf deutet, dass jener Daniel Defoe, der Schöpfer von Robinson Crusoe, ebenfalls ein Buch geschrieben hat, in dessen Titel Die Pest vorkommt. Es erschien 1722 als A Journal of the Plague Year, also ein Tagebuch des Pestjahres, und bezog sich auf Vorkommnisse aus dem Jahre 1665. Camus nennt gleich zu Beginn dieses Buches seinen Roman eine Chronik. Metaphysik spielt dort nur eine Nebenrolle. Defoe zeigt sich in seinem Werk nämlich als der große Realist, als der Chronist, wenn Sie so wollen, als der Reporter. Er beschreibt, was nun die Reaktion, die seelische, die psychopathologische Reaktion einer Bevölkerung ist, die erfährt, dass in ihrer Stadt eine tödliche Krankheit ausgebrochen ist. Daran hat sich in den Jahrhunderten, die zwischen den beiden Erzählungen liegen, nicht viel geändert. Am Anfang verbreiten sich kleine giftige Gerüchte von Stadtteil zu Stadtteil. Hier hat es einen, hier hat es gleich mehrere Fälle von Erkrankung gegeben. Es werden religiöse Gründe für den unerklärlichen Befall vorgebracht, bald aber auch die ersten Schuldigen benannt. Zunächst sind es nur bestimmte Tiere, die Katzen, die Ratten, die Schweine. Dann kommen aber auch schon bestimmte Teile der Bevölkerung in Betracht. Soll man sie in ein Ghetto einsperren? Soll man sie kennzeichnen? Und wie kann man verhindern, dass die eine Gruppe mit der anderen in Kontakt gerät, dass sich der Anreger verbreitet und umgekehrt? Bietet die Krankheit nicht auch eine große Chance, schnell an das Geld, an den Besitz der Erkrankten zu gelangen? Vielleicht auch derer, die noch gar nicht erkrankt sind, denen es aber durchaus zuzutrauen ist, Opfer einer Krankheit geworden zu sein. Dem Gerücht kann man ja auch nachhelfen.
Albert Camus, meine Damen und Herren, hat, wie wir wissen, seinen Defoe sehr gründlich gelesen. Die Parallelen zwischen dem, was er aus der imaginierten Stadt Oran berichtet und dem, was Daniel Defoe über ein Londoner Ereignis niederschrieb, das mehr als ein halbes Jahrhundert zurücklag, sind so klar, als wären sie mit Leuchtzeichen markiert. Ich möchte hier Ihre Aufmerksamkeit aber noch auf eine andere Entsprechung legen. Daniel Defoe, das wissen Sie vielleicht aus der Literaturgeschichte, vielleicht auch aus einer unserer Sendungen, begriff sich in einem ganz altmodischen Sinn weniger als Romancier, denn als Öffentlichkeitsarbeiter. Er arbeitete in einem sehr frühen Verständnis des Wortes als Aufklärer. Das tat er als Journalist, als nicht nur für jene Zeit mit außergewöhnlichem Stilvermögen und Hintergrundwissen ausgestatteter Journalist, der ein Auge und Ohr auch für Zufälle hatte, die recht behandelt eine Massenwirkung auslösen können. Wenn wir über den Helden unserer heutigen Sendung, über Albert Camus, reden, können wir das mit einem noch viel größeren Nachdruck sagen. Camus war ein Autor, der sich als Essayist, als Reporter, als Verfasser von Pamphleten und natürlich auch als Romancier einsetzte, engagierte. Seinen Nobelpreis, vergessen wir das nicht, erhielt er nicht für einen seiner Romane, erhielt ihn auch nicht für seine philosophischen Schriften, obwohl auch diese das verdient hätten. Er erhielt ihn für einen Essay mit dem Titel »Réflexion sur la Guillotine«, Gedanken über die Guillotine. Dort plädierte er höchst aktuell gegen die Todesstrafe, die damals auch in Frankreich noch praktiziert wurde. Und seine politischen Stellungnahmen, das sei hier flink auch noch angefügt, waren seit frühester Kindheit von einer anarchistischen Direktheit. Camus, der im Januar 1913 geboren wurde, wuchs als Halbwaise in einem, sagen wir ruhig, Elendsviertel von Algier auf. Seine Schul- und Universitätsbildung verdankte er Stipendien. Mit 22 Jahren trat er der Kommunistischen Partei Frankreichs bei, doch da er den Marxismus nur für eine begrenzt taugliche Philosophie hielt, da er zudem nie auf die korrekte Parteilinie festzulegen war, wurde er 1937 als selbstverständlich als Trotzkist ausgeschlossen. Und Sie können sich, verehrte Zuseher, die Gesichter der Parteioberen vorstellen, als diese erfahren mussten, dass ihr ehemaliges Mitglied, der mittlerweile weltberühmte Autor, einer der Helden der Résistance, ganz laut Partei nahm für die Arbeiter, die 1953 in Ostberlin gegen die SED und gegen die Sowjets aufbegehrten. Und sehr viel glücklicher blickten jene Herrschaften auch nicht aus ihrer Wäsche, als Camus 1956 den Aufstand der Ungarn gegen ihre sowjetischen Besatzer pries. Wenn man sich das intellektuelle Klima in Frankreich jener Jahre vor Augen hält, zeugte das von nicht geringem Mut. Ein Jahr später, 1957, kam dann die Auszeichnung aus Stockholm. Camus war einer der jüngsten Preisträger für Literatur, noch nicht 44 Jahre alt, als ihn die Nachricht des Nobelpreiskomitees erreichte. Er war zudem der Erste, dessen Heimat in Nordafrika lag. Es blieben ihm noch knapp 3 Jahre, den literarischen Ruhm in Projekte umzusetzen, die ihm am Herzen lagen. Im Januar 1960 stieg er in das Auto seines Freundes und Verlegers Gaimard. Die anschließende Fahrt endete mit einem schrecklichen Unfall. Autor und Verleger starben am 4. Januar 1960. Ich habe vorhin, meine Damen und Herren, die Bedeutung des journalistischen Handwerks für Camus hervorgehoben. Sie erinnern sich an den Ausdruck Chronik im Zusammenhang mit dem Roman Die Pest und an den Querverweis auf Daniel Defoe. Aber bevor ich erläutere, warum mir das so wichtig ist, lassen Sie uns noch schnell einen Blick auf den Roman Die Pest werfen. Eine beständig zunehmende Zahl von toten Ratten kündigen an, dass in der Stadt Oran eine Seuche ausgebrochen ist. Ein Dr. Rieu, Arzt, erkennt die Gefahr und kann gegen anfangs erheblichen Widerstand durchsetzen, dass Quarantänemaßnahmen ergriffen werden. In der Stadt wird
der Ausnahmezustand erklärt. Und so wird Oran zu dem Mikrokosmos einer geschlossenen Gesellschaft, die auf eine tödliche Bedrohung reagiert. Für manche ist die Pest das Zeichen einer gerechten Strafe Gottes, für andere das Signal, sich um jeden Preis dem drohenden Schicksal zu entziehen, für einen wieder anderen Kreis der Anstoß, sich zu gemeinsamen praktischen Handeln zusammenzuschließen. Eine Stadt übt sich in der Abwehr gegen einen gemeinsamen Feind, der sich seine Opfer gleichsam willkürlich, scheinbar planlos aussucht. Am Ende ist dieser Feind besiegt. Als in Oran wieder gesunde Ratten auftauchen, können die Bewohner aufatmen. Für wie lange? Diese Frage lässt der Autor unbeantwortet. Denn das Schicksal handelt so blind, so wie wir es aus der griechischen Tragödie kennen. Das Leiden der Opfer entzieht sich einem sinnhaften Zusammenhang, genauso wie deren Auswahl. Als der Roman Als die Pest erschien, stürzten sich Kritiker und andere Interpreten mit Vehemenz auf gerade diese Aussage. Der Zweite Weltkrieg war eben vorbei, das Publikum suchte nach Erklärungen und dann kam dieser Autor, kam dieser Albert Camus und erklärte, es gibt aber gar keinen Sinn. Das Böse ist in dieser Welt und alles, was den Menschen zu tun übrig bleibt, ist solidarisches Handeln, das zum Erfolg führen kann oder eben auch nicht. Und diese Botschaft kam ausgerechnet von einem Helden des französischen Widerstandes gegen die nationalsozialistischen Besatzer aus Deutschland. Man konnte ja das im Roman vorgestellte Oran, die abgeriegelte Stadt in Algerien, ohne größere Probleme auch mit dem okkupierten Frankreich vergleichen. Die Pest, die gefährliche Seuche, das Verhängnis, das waren dementsprechend die deutschen Truppen. Aber sollte es wirklich zutreffen, dass sich in der Geschichte, im Leid der Menschen tatsächlich keine Logik, kein großer Zusammenhang von Ursache und Wirkung auffinden lässt? Eine solche Deutung musste Konservative, insbesondere katholische Konservative, genauso empören wie konservative Sozialisten, die ja gleichfalls glaubten, über einen, wenn auch über einen ganz anders gearteten Schlüssel zu verfügen, der ihnen das erklärt, was sie historische Gesetzmäßigkeit nannten. Ganz zu schweigen von den gläubigen Vertretern des Modernismus, die den gesellschaftlichen Fortschritt durch die Mechanismen der Technik für zwangsläufig hielten. Camus ist ein Vertreter des Absurden, riefen also die Liebhaber neuer philosophischer Losungen. Und in der Tat blieb dieses Etikett haften. Das Absurde wurde flugs in den Stand einer neuen Ideologie, einer neuen Glaubensrichtung verdinglicht. Die Intellektuellen waren auf der Suche nach einer neuen Religion. Dabei war dieser Autor, war Camus, philosophisch viel zu gebildet, viel zu seriös, um sich mit einschlägigen Modeveranstaltungen gemein zu machen. Für jede Handlung, das wusste er aus seinen Vorlesungen, für jede Handlung gibt es stets unendlich viele Interpretationen. Das gilt genauso für den Roman. Und deshalb muss man genau zwischen dem unterscheiden, der, sagen wir, eine vorbildlich geschriebene Chronik vorliegt und dem, der sie deutet. Man kann auch ein Fußballspiel interpretieren, soll Camus einmal gesagt haben, doch die Spannung ist größer, wenn man zuschaut oder mitspielt. Der Autor wusste, wovon er redete. In seiner Jugend hatte er als Torwart gespielt. Und auch auf dieser Position war er einer der Besten seiner Generation.